und Willemann. Als Johann Wolfgang von Goethe im Sommer 1814 eine lang ersehnte Reise in Rhein- und Main-Gegenden unternahm, kehrte er auch beim Bankier Willemann ein. Goethe, damals 65 Jahre alt, lernte in dieser Zeit Willemanns Pflegetochter und künftige Ehefrau Marianne kennen. Goethe und Marianne von Willemer verband eine Liebschaft, die auch in intellektueller Zusammenarbeit mündete. Ein Windspiel auf dem Dach des schmucken Hotel Garbermühle zeigt übrigens Goethe und seine Marianne. Und in der Eingangshalle gibt sich der Geheimrat in Form einer Büste die Ehre. The Garbermühle used to be the summer residence of Johann Jakob von Willemer, a Frankfurt banker. When Johann Wolfgang von Goethe visited the area in 1814, he was a guest in the Willemer House. The poet, who was already 65 at the time, also met Marianne, the young wife of Willemer. Goethe and Marianne became intimate friends, and they were inspired to write some of their loveliest poems. When Goethe later published the resulting poetry cycle, The West Easterly Divan, he omitted to mention that several of the poems had